Ich bin jetzt hier wieder in meinen Keller, um zu gucken, ich war vorhin schon unten, wie der Wasserstand ist. Also ihr seht, das ist schon weitergelaufen. Ja, noch mehr. Ach, nee. Wie gut, dass man so einen Schrubber hat, ne? Den braucht man hier. Ihr seht ja, man muss das hin zum Gulli machen. Das läuft gar nicht hin zum Gulli, so eine Idiotie. Und dieses Gulli ist dafür da, hier hinten in dieses Gulli reinzulaufen. Da haben sie ein Loch reingebohrt. Idiotie, oder? Und das Wasser, aber hier hinten, weiß ich nicht mal, ob hier ein Keller ist. Hier seht ihr, wie das Wasser wieder schwappt. Und nun kann ich hier die ganze Nacht fegen und fegen. Ja, das ist toll, ne? Das kann doch nicht angehen, sowas. Ich werde das mal zur Zeitung schicken. Mal sehen, was die dazu sagen. Ich meine, ich habe ja so einen Kommentar eben bekommen. Ausziehen, raus da. Ja, das ist immer die einfachste Lösung, ne? Da hast du recht, das wollen sie ja, dass du verschwindest. Dann haben sie ja kein Problem mehr mit dir. Ne? Dann kann man ja weiter die Wohnung so vermieten und das kann ja dann weiter so gehen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also ich finde das so beschämend, echt wirklich. Eine Mutter mit Kind, also sowas zuzumuten, also das ist echt traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich haben solche Leute kein Herz. Hier zählt nur Geld. Wer Geld hat, regiert die Welt. Das scheint so zu sein. So, da hinten sieht es dann so aus. Ja. Steht hier auch das Wasser? Nee, hier ist es nicht so. Also scheint wohl irgendwie, ja, von irgendwo zu kommen, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Hier jedenfalls vom Gulli häuft sich das immer. Und das ist toll, ne? Das Gulli so hoch. Und hier unten ist eigentlich, hier läuft das Wasser, hier müsste eigentlich das Gulli sein, damit das dann da schön rein. Aber ich muss es immer hier hochschieben. Also es ist wirklich grausam, wie zu Ostzeiten. Mal ganz ehrlich, beschämt ist das. Echt beschämt. Natürlich weiß ich, dass die Feuerwehr hier nicht kommt. Da braucht mir auch keiner was zu sagen. Aber die gucken sich das zumindest an, woher das kommt. Weil hier neben kann ja ein Keller sein. Das weiß ja keiner. Also das ist sowas von beschämend. Und wenn hier was ist, es ist ein Wasserschaden. Da ist keiner hier. Nicht einer ist im Haus da. Alle verschwunden. Und wenn hier einer schöpft, dann bin ich das und mein Kind. Ja, so ist das. Das ist echt traurig, ist das. Beschämt ist das, wirklich. Mann, Mann, Mann. Nur Geld verdienen, aber den Menschen helfen, das gibt es doch gar nicht mehr. Wirklich. Das ist richtig beschämt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.